Hallo liebe Minecraft-Freunde von nah und fern und willkommen in Folge Nummer 74 hier bei unserem Inselabenteuerprojekt. Ja, hier haben wir unser Gerät und ihr seht, da ist jetzt eine Animation drin. Es hat hier eben noch wesentlich mehr rumgewirbelt. Und zwar folgendermaßen, wenn man jetzt hier so ein Eisen reinpackt, das geht dann da rein. Das ist dann da drin. Zack, und bei 2 Bar wandelt der das Ganze dann auch tatsächlich um. Das hat mich ja, da seht ihr schon, da geht es jetzt langsam los. Ich musste natürlich Druck ablassen, wen soll es wundern. Das heißt, wir haben jetzt hier, naja, noch nicht mal wirklich 2 Bar erreicht. Ja, das braucht das Teil quasi, um umzuwandeln. Und ich habe hier tatsächlich dann auch was erstellen können. Wenn mich jetzt nicht alles täuscht, sind das jetzt hier insgesamt 11 mal komprimierte Eisenbarren. Das heißt, er macht es und immer wenn diese Animation hier zu sehen ist, dann sieht man auch, dass er das Ganze, ja, das Eisen komprimiert. Ein Problem haben wir allerdings noch, und zwar, ich habe hier mehrere Möglichkeiten schon getestet mit diesem Teil hier, dass das da irgendwie umdreht, und das macht er nicht. So, und wenn wir jetzt einmal hier gucken, da gibt es nämlich ein paar Informationen. Bei grün, da sehen wir auch, was da alles passiert gerade. Seht ihr, das ist Volumen, was ja gerade alles so, ja, naja, ihr wisst schon, was durch die Pipelines da quasi an Druck läuft. So, und rot ist ein Problems. So, und da steht dann auch was? No Problems. Das heißt, wir haben zurzeit kein Problem. Und das ist schon mal gut. Das heißt, es funktioniert alles, weil ansonsten hätten wir, wenn wir jetzt Problem hier hätten, ja, dann würde das hier anzeigen. So, und hier kriegen wir dann auch nochmal, ja, 3x3x3 Outside, also von außen, und Inside ist, ja, ein Block ist logisch, nochmal ein paar Informationen, nur ganz kurz so zur Info. Einzige Problem, was wir jetzt noch haben, ist, wie kriegen wir dieses fertige komprimierte Eisen dort raus? Das ist noch so ein bisschen tricky, weil ihr seht zwar jetzt, dass wir dort so ein, ja, ebenfalls ein Input haben, das müsste ja nur logischerweise dann von innen drin rausgehen. Nur das sieht genauso aus wie hier von außen. Und das wundert mich ein bisschen. Das müsste ja genau umgekehrt sein. Und ich habe das Ganze gemacht. Und ja, das wollte er irgendwie nicht, weil dann war einfach nur, ja, ein Block da. Also ein bisschen merkwürdig ist das Ganze tatsächlich. Und es ist schade, dass das, wie gesagt, hier nicht automatisch in die Kiste reingeht. Und auch mit Transport funktioniert nichts. Und wenn wir jetzt hier so stehen, dann seht ihr auch schon, da wo das Fadenkreuz in der Mitte ist, da ist null Verbindung. Also das heißt, es bappt da einfach nur dran. Aber das ist nicht wirklich connected und das ist ein bisschen schade, finde ich. So, wie gesagt, bei 2 Bar reicht locker aus. Jetzt haben wir, na, ist wieder keine Kohle drin. Gut, wir lassen das jetzt sein, Leute. Wie gesagt, das schrobelt da drin jetzt noch und man kann das sich jetzt natürlich rausholen und es bringt nichts, weil, ja, ist halt noch keine 2 Bar und, ja, logischerweise funktioniert das aus diesem Grund nicht. Ja, also haben wir ein bisschen Eisen jetzt investiert, 3 Eisen. Macht aber nichts, das Gerät ist soweit fertig. Wir müssen jetzt nur noch, ja, den Abtransport gewährleisten. Und das werde ich mich dann nochmal ransetzen, um mal zu schauen, was wir da machen können. So, weiter in dieser Folge. Ja, wie gesagt, ich nehme gleich im Anschluss auf, deswegen ist hier alles noch verstopft. Wir werden... Was rumpelt hier eigentlich? Irgendwas rumpelte hier, ich weiß nicht was. So, und zwar packe ich jetzt erstmal hier... Oh Gott, ist ja auch alles voll, das ist ja die Technikkiste. Ist auch alles voll. Ich sollte mal ein bisschen aufräumen, ne? Ich bin immer so faul, Leute. Pass mal auf, dann mache ich jetzt mal folgendermaßen. Ich stelle mir hier einfach mal noch eine Kiste hin. Da kenne ich ja gar nichts, da bin ich ja so frei. Pass auf, ich mache die einfach mal da oben rauf. Ja, Leute, ich werde in der nächsten Folge mal ein bisschen Ordnung schaffen. Und dann mal so ein bisschen was machen, weil das wird ja auch immer mehr hier. Das nehmen wir mit. Das nehme ich mit, das nehme ich mit, das kann hier rein, das nehme ich mit, das können wir aufeinander stecken. Essen fehlt, sehe ich gerade. Fackeln fehlen, da nehme ich auch mal ein paar mit. So, das kann alles hier bleiben. Eimerchen nehme ich mit, das nehmen wir mit. Wieso renne ich eigentlich mit einer Steinspitzhacke rum? Naja, egal. So, Essen würde ich ganz gerne haben. Davon müssten wir ja mehr als genug haben. Was nehme ich mir denn da Leckeres mit? Obwohl, so viel Essen haben wir gar nicht. Dann nehme ich mir mal hier mal ein Hähnchen mit. So. Ich hätte ja gerne mal ein bisschen Brot irgendwie. Oder hier. Oh, hier Steak. Lecker. Das ist sogar noch ein bisschen Schnitzel hier. Gebratenes Schweinefleisch. Müssen wir uns mal ein bisschen ums Brot kümmern. Wir haben ja unseren Acker. So, Freunde. Fackeln. Sollte ich mir Fackeln machen?
vielleicht, ne? Ist vielleicht ganz günstig, wenn ich mit mir ein paar Fackeln mitnehmen sollte. Denn wir machen jetzt etwas, und zwar gehen wir ein bisschen auf Wanderschaft, und zwar brauchen wir Kakteen, Leute. Wir müssen uns Kakteen anbauen. Und aus diesem Grund, ja, kommen wir daran nicht vorbei. Da müssen wir einfach, wie gesagt, nochmal ein bisschen loslegen, um einfach nochmal ein bisschen auf Wanderschaft zu gehen. Da werde ich mich natürlich auch dementsprechend ausstatten. Wir machen das wieder so, dass wir mit dem Boot fahren werden. Einfach um ein bisschen Zeit zu sparen, um eine Wüste zu finden. Und ja, ich hoffe, dass uns das gelingt. So, jetzt haben wir mehr als genug Fackeln. Die Kohle, die lassen wir hier, das nehmen wir mit. So, kann ich mir gleich mal noch ein Boot machen. Hier müssen wir ja wieder ein paar Boote mehr mitnehmen. So, so und so. Nehme ich mir mal 3 Stück mit. Sollte fürs Erste reichen. So, Holz haben wir auch bei im Notfall. Den Rest kloppe ich da wieder rein. Ups. So, gleich Ordnung halten. Dann packe ich Restkohle auch nochmal ganz brav zurück. So, jetzt bin ich fast am Überlegen. Sollten wir vielleicht ein bisschen Eisen mitnehmen? Ist vielleicht gar nicht mal verkehrt, oder? Nehme ich mir mal 3-mal mit. Investieren wir das mal. Und werde mir mal nochmal schnell eine Eisenspitzhacke machen. So, dann nehmen wir die auch mit. So, und somit sind wir eigentlich ganz gut ausgerüstet. Backpack, ja, wäre eine Idee. Mal gucken, haben wir den Rucksack noch hier? Ja, nehme ich mir mal einen Rucksack mit, falls wir was finden sollten. Dann sind wir dann ganz gut bestellt, weil wir einfach ein bisschen mehr Platz haben. So, da kann jetzt nichts passieren übrigens mit. Ich gehe mal gucken, ob ich pennen kann. Nee, kann ich nicht. Wunderbar. Da kann jetzt auch nichts passieren, dass uns da der Kessel um die Ohren fliegt oder so. Weil das ist, wie gesagt, hier komplett keine Kohle drin. Das heißt, da durfte jetzt nichts passieren. Ja, ihr seht, das Eisen ist auch weg. Und leider nicht da drin. Ja, da seht ihr das Problem halt. Ne? Das blubbert da jetzt schön weiter. Und ja, hier ist auch logischerweise nichts drin. Ja, und hier kann nichts passieren, ist aus, das Gerät. Der Rest Druckluft bei einem Bar, das bleibt. Also da kann jetzt nichts in die Luft fliegen oder ähnliches. Deswegen in Ordnung. So, dann würde ich sagen, porten wir uns doch einfach mal eine Runde. Und zwar gehen wir wieder zur Inselbase. Und zwar wurde mir ja gesagt, nach dem Motto, jedoch mal da in die Richtung, Richtung Süden, da war doch eine Wüste gewesen. Na, dann wollen wir das einfach mal abchecken. War ja ein Skelett, ne. Und dann mache ich das einfach mal. Dann werde ich jetzt mal hier Richtung Süden und einfach mal gucken, ob das stimmt, was mir gesagt worden ist, weil da soll wohl eine riesengroße Wüste gewesen sein. Ich kann mich logischerweise nicht mehr dran erinnern, aber das soll nichts heißen, weil ich bin ja eh immer verwirrt, wie ihr wisst. Ja, und noch eine kleine Info. Sollte hier irgendwie wieder ein schwarzes Loch, eine Anomalie auftauchen, ich werde garantiert nicht absichtlich dort reinsteuern. Habe ich auf jeden Fall nicht vor. Aber ich werde mir das auf jeden Fall markern und wir werden auf jeden Fall auch nochmal so eine Anomalie richtig groß werden lassen, aber das in einer richtig sicheren Entfernung. Da werden wir jetzt keine Experimente machen. So, ich bin mal gespannt, wie gesagt, ob wir wirklich eine Wüste finden. Ich könnte mir schon vorstellen, wo das war, und zwar bei diesen Piratenschiffen oder so. Da war auch irgendwo, hatten wir da mal, ja, ich glaube da hinten, ne? Was ist denn das? Tod, ne, tot wollen wir nicht. Ach so, das war die Geschichte mit dem Jetpack, da wo wir dann auch nochmal gucken wollten. Ja, und zwar folgendermaßen Kakteen. Wofür Kakteen? Ganz einfach, um die richtigen Pipelines zu machen, um das Öl abzutransportieren. Das ist, wie gesagt, wichtig. Was ist das da? Ah, irgendwelche Blumen. Um das Öl abzutransportieren, weil das Öl, das brauchen wir auch, um nämlich Plastik herzustellen. Was wir dann für den Aufzug brauchen. Also ihr seht, alles ein bisschen komplizierter. Aber ich weiß zumindest jemanden, der sich freut, der sich immer freut, wenn ich auf Wanderschaft bin. Nämlich der liebe Mario. Das hat er oft genug gesagt, dass er das ganz interessant findet, wenn man so ein bisschen so die Gegend erkundet. Und da haben wir auf jeden Fall jemanden noch aus der alten Garde, wo ich so schön sage. Auch zu Livestream-Zeiten, wo wir auch dieses Nomaden-Projekt mal hatten und immer durch die Gegend gewandert sind. Der ein oder andere wird sich bestimmt noch auf Twitch dran erinnern. Auf YouTube hatten wir ja auch schon mal gestreamt gehabt und ja. So, was ist denn das? Das sieht ja tatsächlich nach Sand aus. Ist das auch eine Wüste oder ist das einfach nur so ein Sandberg? Ist das hier tatsächlich sogar schon? Ich weiß es gar nicht. Also wir sind jetzt hier die ganze Zeit Richtung Süden unterwegs. Sieht mehr so ein bisschen abgeschnitten aus. Ich kann mir nicht helfen.
Da ist Öl. Öl ist auch gut. Na, wir werden mal hier weiter mal auf Kurs bleiben. Kakteen sehe ich übrigens nicht. Also hier könnte man notfalls die nächste Pumpe irgendwie... Oh, da haben wir zwei Ölquellen. Nice. Also Öl haben wir auf jeden Fall genug. Also auch das mit dem Plastik sollte dann in Zukunft kein Problem mehr sein. Dann können wir uns gut Plastik herstellen. Ja, im Endeffekt, ich weiß jetzt nicht, ob mir das so genehm ist, muss ich sagen. Also wie gesagt, früher bei Pneumatic Craft war das wohl so, dass man das... Das ist ja nochmal ein Ölfeld, krass. Drei Ölfelder nebeneinander. Ja, läuft, ne? Also da kommen wir auf jeden Fall, müssen wir uns mal merken, dass im Süden noch ordentlich was mit Öl los ist. Da ist das Ölbusiness. Und ja. Ja, und wie gesagt, früher war das wohl so, da konnte man das Ganze aus Seeds machen, also aus Samen. Und da hat man da sein Plastik hergestellt, ja. Und ich weiß nicht, ob mir das besser gefällt. Also das ist, oder ob man das jetzt wirklich so mit Öl halt macht, ne. Und dann musst du das erst in Diesel umwandeln und dann in Kerosin und dann in dieses LB noch irgendwas. Also, oder nee, erst noch irgendwas anderes, ne. Und das ist ein bisschen komplizierter. Was ist denn nun passiert? Da hat es ein bisschen gewackelt. Kann passieren, kann passieren. So, und hier ist eine Insel, aber ohne Kakteen. Ganz viel Sand haben wir da. Hier waren wir anscheinend auch noch nicht, weil hier baut sich alles neu auf. So wie es ausschaut, ist das jetzt hier tatsächlich Neuland. Wer weiß, vielleicht finden wir sogar noch einen Dschungel. Na, das wäre ja auch interessant. Da würde ich ja mal glatt so frei sein und einen Waypoint setzen. Was ist das da? Akazienbäume? Sieht ja auch cool aus. Eine Savanne wäre nicht schlecht, weil da, wo eine Savanne ist, in der Nähe könnten auch Kakteen sein. Und es gibt hundertprozentig Kakteen, also... Okay, jetzt sind wir hier auf einmal auf so eine Sandbank gestoßen. Hallo Hühnchen! Die große Frage ist, waren wir jetzt hier schon oder waren wir hier noch nicht? Will man jetzt hier an Land gehen oder will man nicht? Wir können ja mal, dadurch, dass es eh noch hell ist, einfach mal darüber schwimmen auf das Schifflein. Das kennen wir ja schon. Und ja, angucken, ob wir da schon was geplündert haben oder so. Bloß aufpassen, dass hier keine Anomalie im Wasser ist. Ich habe aus der ganzen Geschichte gelernt, Freunde. Da könnt ihr mir glauben, ja. So, dann haben wir heute mal hier wieder ein bisschen Abenteuer mal. Wieder ein bisschen auf Wanderschaft. Finde ich ja irgendwie cool. Bin ich gespannt, ob wir hier schon waren. Also der hier, Zaubertisch ist auf jeden Fall noch da. Das heißt, hier könnte man mal wieder plündern, ne? Haben wir schon lange nicht gemacht, dass wir hier mal ein bisschen plündern. Mal gucken. Oh, da ist wieder einiges drin. Hier waren wir noch nicht. Nehme ich natürlich sofort mit. Hier Zinnbarren. Eisenbrustpanzer, okay. Nehmen wir doch mal alles mit hier. Da kennen wir doch gar nichts. Aber hier Schönes. Ach komm, den Müllturm, den lasse ich da jetzt aber. Und die Wegwerf hier, noch irgendwas hier, lasse ich auch da drin. Das ist mir hier zu müllig. Aber hier oben, ups, hier oben gibt es ja eh die besseren Schätze. Da habe ich mal so festgestellt, da sind meine schöneren Sachen drin. Ach, da war wieder so ein... So, hier, was sagt ihr? Lexica Botania. Ja, ein Lexikon nehmen wir mit. Die nehme ich erstmal nicht mit. Hier, das nehmen wir mit. Ja, ein paar schöne Sachen hierbei. Da ist wieder eine neue Schallplatte. Oh! Aha. Sagen wir nicht nee. So. Und noch eine Platte. So, und damit haben wir erstmal wieder ein bisschen mitgenommen hier. Prima. Hui. So, wir wollen weiter Richtung Süden, wenn mich nicht alles täuscht. Also in die Richtung da. Und was ist das da? Sehe ich da etwa Kakteen? Ich glaube, ich sehe Kakteen, Leute. Im Land der Kakteen, ihr werdet's schon sehen. Oder? Ist das ein Kaktus oder freue ich mich zu früh? Das wäre ja geil, wenn das jetzt hier Kaktus ist, dann baue ich mir erstmal eine Kaktusfarm. Hoho. Was ist denn das da? Ist das Zucker? Jetzt muss ich da mal rüberschwimmen hier. Das will ich jetzt wissen. Also, mein Gott, nee. Hey, der Tipp, der war gut gewesen, Richtung Süden zu gehen.
Aber ich glaube, das ist Zuckerrohr, oder? Das sind keine Kakteen. Aber das sieht hier verdammt nach Wüste aus, Leute. Soll ich schwimmen, oder? Ach komm, ey, wir haben so viel Zeit vertrödelt. Dann vertrödel ich das jetzt auch hier so wie Robinson Crusoe auf dem Wasser. Und schwimmen. Das ist auf jeden Fall ein Dungeon. Und da ist auch irgendwas. Ist denn das lange da? Das sieht aus wie eine Wüste hier, Leute. Wenn wir jetzt Glück haben und das ist eine Wüste, das wäre ja traumhaft. Dann kriegen wir endlich unsere Kakteen zusammen. Die werde ich mir sofort anbauen. Da könnt ihr aber wirklich sowas von drauf einlassen. Da sind Kakteen! Kakteen! Prima! Jawohl, dann kann nichts mehr schief gehen. Das heißt, unsere Ölproduktion geht los. So, und den Freunden, den werden wir jetzt erstmal hier einen ordentlichen Sonnenbrand verpassen. Da freuen die sich. Na? Ja, ne? So. Was haben wir da Schönes drin? Modul. Nehmen wir natürlich alles mit. Auch wenn ich nicht weiß, was wir damit machen wollen. Ich baue die übrigens mal ab. Weil ist besser. Was ist das da unten? Gammelfleisch, wa? Okay. So, wir müssen eh ein bisschen aufpassen. Es wird gerade dunkel. Und wenn es dunkel wird, ist ja sehr ungemütlich. Vielleicht können wir ja mal Folgendes machen. Was ist denn das? Okay, das nehme ich mal mit. So, dann werde ich mal ganz kurz mal hier mal ordentlich mal kurz mitnehmen. So weit wie ich komme. Notfalls müssen wir uns verstecken. Okay, was ist denn das hier? Oh, hier gibt es noch ein bisschen was zu entdecken. Nur wir sollten uns auf jeden Fall mal eine kleine Hütte bauen. Oder? So, dass wir uns da reinstellen können, wenn Gefahr lauert. So vielleicht. Und dann gehen wir dann schnell da rein. Ja, falls jetzt hier irgendwas spawnt. Was ist denn das Interessante? Das ist ein Riesenkaktus hier. Den will ich auch haben. Kann man den... Ah. Ach. Der geht so abzubauen. Klasse. Nehmen wir mit. Ich werde das gleich mal ein bisschen mehr mitnehmen. Ist das da ein Haus? Ich sehe das gar nicht. Würde ich mir am liebsten mal alles angucken. Da ist ein Enderman. Leuchtpflanzen. So, da ist er voll unterwegs hier. Ich höre Schritte. Ach, Creeper. Okay. Creeper ist da. Das heißt, wir müssen uns jetzt ganz schnell in Sicherheit bringen. So. So, wir sind in Sicherheit. Jetzt ist natürlich die blöde Sache oder die blöde Situation. Und wie können wir diese Situation jetzt klären? Ganz einfach. Wir machen jetzt Folgendes. Ich werde jetzt hier mal Wegpunkte. Wir machen jetzt 9. Schon wieder 9. Die nennen wir jetzt mal Wüste. Wüste und Speichern. Und ja, so weit sind wir jetzt gar nicht entfernt. Ist übrigens interessant, dass der Tod hier näher dran ist als die Wüste. Kam mir gar nicht so vor. Inselbase. So, und jetzt gehen wir mal eine Runde pennen. Vorher mache ich noch was anderes. Vorher werden wir mal den ganzen Plunder hier mal irgendwie mal hier schon mal in Sicherheit bringen. So, die Zeit muss sein. Die Zeit muss sein. Warte mal, den Rucksack, den wollte ich ja noch haben. Das kann weg. Das kann weg. So. Oh, prima. So, und jetzt können wir pennen gehen. Wir haben Kaktus. Ja, und jetzt werden wir Folgendes tun. Jetzt müsst ihr ja logischerweise auch in der Wüste eigentlich ja, ordentlich sein. Warte mal, das brauche ich. Kakteen habe ich, gut. Jetzt sollte ja da eigentlich auch Ruhe sein in der Wüste, hoffe ich zumindest. Wo ist die Wüste? Da. Okay, da gab es Schaden. Schnell rausrennen. Nicht, dass der Creeper hier noch rumrennt. So, ich nehme mir gleich ein bisschen mehr mit, Freunde. Ganz klar.
Je mehr Kakteen wir haben, je mehr wachsen auch, weil wir werden viele davon brauchen. Stackweise. Weil wir da ganz logisch, wie gesagt, uns da unsere Pipeline bauen wollen. So, da hinten wachsen noch welche. Die holen wir uns auf jeden Fall auch. Gut, dass jetzt gerade Tag ist. Vielleicht schaffen wir das in dieser Folge sogar noch eine kleine Kaktusfarm zu bauen. Das ist ja nicht weiter wild, das kennt man ja. Okay, da ist Lava. Da sollten wir wohl mal ein bisschen aufpassen. Das ist übrigens eine Falle hier, glaube ich. Okay, doch nicht. Ich dachte jetzt. What the fuck, Alter? Was ist das hier alles, ey? Das sieht alles sehr gefährlich aus. Das sieht alles sehr gefährlich aus. Ich glaube, da hinten ist ein Haus oder so. Das gucken wir uns auf jeden Fall auch noch an. Das nehmen wir auf jeden Fall mit, das Haus. Ah, siehst du, da fallen die Dinger runter. So, in die Richtung müssen wir eh. Was ist das hier eigentlich? Da kriegen wir irgendwelche Früchte raus. Kann man die wieder anpflanzen oder? Ach, die kann man sogar anpflanzen. Alles klar. Klasse. Nur hätte mich jetzt auch gewundert, wenn nicht. Schön die Kakteen mitnehmen. Schön die Kakteen mitnehmen. Oh, da werden wir eine richtig schöne Kakteenfarm machen. Die Frage ist, wo wollen wir die machen, die Kakteenfarm? Da unsere Ölpumpe ja nun da irgendwie auch bei uns da am... Was ist denn das? Weil unsere... Ist das da ein untergegangenes Schiff tatsächlich? Das ist ein untergegangenes Schiff direkt hier am... Da sind bestimmt Schätze drin, Leute. Ich hab keinen Bock, schon wieder zu sterben. Also ohne... Wir merken uns das auf jeden Fall vor. Wir haben ja hier einen Wüsten-Waypoint gesetzt. Also die nächste Tauchaktion könnte da zum Beispiel starten. Wäre auf jeden Fall eine Idee. So. Prima. Ja, das Ding können wir nicht abbauen. Da brauchen wir unseren Kecher. So, das Haus schauen wir uns auf jeden Fall nochmal an. Mal sehen, was das ist. Scheint aber nur eine Ruine zu sein, oder? Sieht so zerfallen aus. Lalalalalala. Das ist bestimmt eine alte Ruine. Das sieht sehr zerfallen aus, das Ding. Da ist bestimmt nichts mehr drin. Hier, von denen nehme ich auch nochmal mit. Mal sehen, was man mit den Dingern machen kann. Ja, das ist so eine Ruine. Ja. Eine zersprengte Ruine. Mehr nisch. So, und geht die da hinten weiter, die Wüste? Tatsächlich, das ist schon wieder so ein Schiff. Geil. So, Riesenkaktus hier wächse. So, werden wir auf jeden Fall nochmal kurz abchecken. Da hinten waren wir, da sehen wir auch den Todespunkt. Ist allerdings noch weit weg. Also 1430 Kilometer. Meter. Das ist ordentlich. Also... So, was haben wir denn da oben Schönes? Da steht so eine Säule rum. Okay. Da haben wir wieder so ein Dungeon oder sowas. Ah ja. Nehmen wir auf jeden Fall auch mit. Kennen wir uns ja schon aus mit. Achtung. Okay, ja, knurrt ein Zombie. Der ist aber nicht da drin. So, was gibt's denn hier Schönes? Nehmen wir auch mal alle mit hier wieder. Das ganze Zeus. Kostet nichts. Pfeile nehmen wir auch mit. So. Gut, Knut. Haben wir erstmal wieder so weit. Ich glaube, so eine Teile, die haben wir auch noch nicht. Die kann man zwar schön selber bauen, aber ich nehme sie jetzt einfach mal mit, weil wir es können. So. So. Okay. Gut, Freunde, dann würde ich sagen, war es das auch gewesen. Wir haben jetzt hier tatsächlich ordentlich mitnehmen können. Was gut ist, das hat sich auf jeden Fall gelohnt. Hier ist, glaube ich, nichts mehr weiter, ne? Nö. Also hier geht es dann auch wieder in ein anderes Biom rein. Das Geilste ist, dass wir jetzt eine Wüste gefunden haben. Finde ich gut. Und
Ja, ich würde sagen, hier brauchen wir jetzt nichts mehr. Wir haben Waypoint gesetzt. Wir können jetzt sofort anfangen, unsere Kaktusfarm aufzubauen. Wobei, eine Sache würde ich ganz gerne noch testen. Und zwar nicht testen, sondern mitnehmen. Und zwar brauchen wir Sand. Den nehme ich mir gleich mal mit, wo ich schon in der Wüste bin. Dann nimmt man sich natürlich auch Sand mit, weil wir den eh gleich verbrauchen werden. Deswegen nehmen wir nochmal schnell Sand mit. Aber wäre Quatsch, wenn wir dann nochmal losgehen würden. Ist ein Abwasch hier. Ansonsten müsste ich mich ja gleich wieder wegteleportieren. Ich weiß jetzt nicht, wie viel. Aber den Rest kann ich ja dann immer noch Glas herstellen oder so. Die Schaufel ist eh gleich kaputt. Deswegen passt schon. Die montieren wir hier erstmal schön die Wüste. Übrigens, die Physik ist geil. Der Kaktus bleibt stehen. Obwohl die Wurzel entfernt ist. So, kaputt das Ding. Prima. So, jetzt können wir mal wirklich los. Ab zur Insel. Zur schönen Insel. Und hier wäre übrigens auch Sand gewesen, aber ist egal. Was macht denn mein Pferdchen? Da müssen wir auch nochmal gucken. So, und zwar bauen wir das Ganze hier auf. So, na, das sollte ja locker reichen. Ja, hier sieht gut aus. So, und so. So, so, so. So, so. Können wir da auch noch einen rangehen? Ja, können wir. Okay. Und so, das sollte erstmal für den Anfang schon mal nicht schlecht sein. So, und jetzt machen wir Folgendes. Jetzt werden wir einfach hier unsere Dinger darauf platzieren, wie ganz gewohnt. Das hatten wir ja auch auf dem Server so gemacht. Klappt immer am besten, die Methode. So, und jetzt kann das hier fröhlich vor sich hin wachsen. Chunk muss natürlich geladen sein. Das heißt, wir müssen uns jetzt hier mal so ein bisschen aufhalten. Das ist aber auch nicht weiter verkehrt, weil dann kann ich hier ein bisschen weiter mal arbeiten, die Gegend erforschen. Ne? Hier cool mit dem Dschungelbaum. So, na, das ist doch super. 8 Stück haben wir noch. Ja. Das sollte doch für den Anfang auf jeden Fall schon mal ein bisschen was reißen hier. So. So, so und so. Zack, zack, zack. Ja, da werden wir schön Kaktusgrün herstellen. So, jetzt kann das Ganze hier wirklich prima, prima vor sich hin gedeihen. Oh, guck mal hier. Die werden auch 3 hoch. Interessant. Jetzt sind hier diese Sprungbären. Jetzt hat man hier so einen Effekt drauf, ne? Ja, Sprungkraft. Bäung, bäung, bäung. Ja, cool. Wo ist denn mein Pferd? Hallo? Hey, wo ist denn mein Pferd hin? Ist mein Pferd ist abgehauen. Ist das abgesoffen oder was? Sag mal. Gibt's ja wohl nicht. Wo ist denn mein Pferd? Was ist denn das? Kann man mir feststellen. Wo ist denn mein Pferd hin? Da ist mein Pferd. Na? Alter Gaul. Ja. Guck mal, wir haben Kakteen. Ja, ich werde mir ein bisschen die Zeit jetzt hier vertreiben, mal den wilden Reiter raushängen lassen. Vielleicht mal die Quarry besuchen. Das können wir ja theoretisch auch mal machen. Guck mal, jetzt kann ich immer rüber reiten. Dann brauche ich mich gar nicht mehr teleportieren. Klasse Sache. Ach, ich reite so gerne. Da gucken sie ja die Kühe. Guck mal, zack, sind wir an der Quarry dran. Aber die hat noch keinen Saft mehr und deswegen ist die noch nicht fertig. Da müssen wir erstmal wieder ein bisschen Saft reinbauen hier. Werden wir dann auf jeden Fall machen. Läuft. Ja, Freunde, mit diesem geilen Ausritt hier verabschiede ich mich dann erstmal für diese Aufnahme-Season. Ihr habt wahrscheinlich gemerkt, ich habe wieder ordentlich eine Season hinter mir. Habe wieder 3 Folgen jetzt am Start. Wir haben einiges geschafft, wo ich richtig glücklich mit bin. Vor allen Dingen, weil wir auch Pneumatic Craft auf jeden Fall jetzt endlich mal aktiviert haben. Und jetzt irgendwie gestartet sind damit. Finde ich richtig gut. Und ja, jetzt werden wir mal sehen, wie wir weiter dort kommen mit unserem Öl. Da müssen wir ja auf jeden Fall auch noch ein bisschen was reißen, ne?
Und bin gespannt. Jetzt haben wir die Kakteen hier, das heißt, wir können uns auch die Pipelines dann bauen. Ich warte, wie gesagt, ab, bis ich genug habe. Das dauert ja eine Weile. Ich werde jetzt ein bisschen Offcam hier einfach stehen bleiben, nebenbei mir eine Pizza hier im Magen reinkloppen und dass mein Hungergefühl weggeht. Und ja, das sollte es dann nämlich gewesen sein. Und dann sehen wir uns dann in der nächsten Folge wieder. Hoffentlich dann fertig mit Kaktusgrün. Und ja, dann würde ich sagen, schönen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!